Liebe Freunde, ich heiße Christoph Bernd, ich bin heute der Versammlungsleiter und ich verlese kurz die Auflagen der Versammlung. Die Lautstärke soll so ausgerichtet sein, dass sie im Wesentlichen nur die Versammlungsteilnehmer erreicht und keine anderen Personen stört. Es werden nur Banner und Plakate zum Einsatz kommen, die eine maximale Länge von 2,50 Meter und Höhe von 1,50 Meter nicht übersteigen. Während der ganzen Zeit der Versammlung werden keine Hunde mitgeführt, alkoholische Getränke werden nicht konsumiert, Behältnisse aus Glas, Blech und so weiter werden nicht mitgeführt. Wir tragen keine Uniformen und wenn sich Änderungen ergeben, teilen wir das der Polizei mit. Vielen Dank. Freunde, wir haben uns hier versammelt, nachdem wir Silvester schon eine Kundgebung veranstaltet hatten, weil die Silvesternacht deutlich gemacht hat, was unserem Land angetan wurde seit der bis heute anhaltenden Grenzöffnung 2015. Überall im Land wurden Rettungskräfte und Sicherheitskräfte angegriffen. Überall kam es zu Übergriffen und zu Belästigungen. Und in Cottbus wurde ein Deutscher, ganz ähnlich wie in Chemnitz, der einen Streit schlichten wollte, von einem Südländer niedergestochen, mit mehreren Messerstichen niedergestochen. Es wurden Deutsche verprügelt und beraubt. Und der Skandal, den die Medien mit dem grünen Star daraus machen, ist, dass die Cottbuser Stadt eine Presseerklärung abgegeben hat, dass diejenigen, die sich kriminell verhalten und nicht an das Gastrecht handeln, unser Land verlassen müssen. Dass die Stadt gesagt hat, was eigentlich die Rechtslage ist. Und daraus machen die Medien mit dem grünen Star einen Skandal und nicht aus den hinterhältigen Angriffen und der Gewalt. Und wir haben uns hier zusammengefunden, weil wir uns Silvester versprochen hatten. Wir gewöhnen uns nicht. Wir gewöhnen uns nicht an die Zerstörung, wir gewöhnen uns nicht an die Gewalt. Und wir werden eine Stadt des Widerstands bleiben und wir werden, was Unrecht ist, Unrecht nennen und dagegen protestieren. Und wir werden bei den Wahlen am 1. September den Parteien, die uns dieses Elend eingebrockt haben, eine Quittung erteilen. So. Und nun begrüße ich die erste Rednerin. Es ist unsere liebe und charmante Grit. Hallo Cottbus. Hallo. Wie Christoph schon sagte, zum zweiten Mal im noch jungen Jahr haben wir uns heute in Cottbus versammelt. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche. Nur wenige Stunden nach unserer Silvesterkundgebung und zwei Tage, nachdem die Lausitzer Rundschau befunden hatte, es sei jetzt ruhiger geworden auf Cottbuser Straßen, schlugen und traten erst etwa ein Dutzend Ausländer auf vier Passanten ein und raubten anschließend noch einem der Opfer den Rucksack. Drei Stunden später wurde hier am Stadtbrunnen ein 28-jähriger Deutscher niedergestochen, der zuvor einen Streit geschlichtet hatte. Er ist noch immer nicht vernehmungsfähig. Rettungskräfte hatten ihn mit mehreren Messerstichen im Rücken, Oberarm und Oberschenkel ins Krankenhaus gebracht, wo er seitdem behandelt wird. Abschieben das Pack! Abschieben! 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 In den Tagen darauf setzt eine bundesweite Berichterstattung ein. Politiker und Haltungsjournalisten melden sich zu Wort. Doch ihre Empörung galt nicht der erneuten hemmungslosen Gewalt im Brennpunkt Cottbus, sondern einer Pressemitteilung der Stadt Cottbus. Für Andreas Rausch, Leiter des RBB Regionalstudios Cottbus, schürt sie, Zitat, dumpfe Ressentiments in der Bevölkerung. Der RBB-Journalist Sebastian Schiller sah, Zitat, Restalkohol im Spiel. Peter Weißflug von den Grünen warf der Stadt vor, Zitat, am rechten Rand zu fischen. Linkes Pack! Und André Kraun, Fraktionschef der Linken in der Stadtverordnetenversammlung, schämt sich, Zitat, was an Hetze in der öffentlichen Debatte in dieser Stadt möglich ist. Aber was hatte die eilig noch am Neujahrstag veröffentlichte Presseerklärung ausgesagt? Dass der Täter der Messerattacke das Land zu verlassen habe,
sollte es sich bei ihm erneut um einen vorgeblich Schutzsuchenden handeln. Sie reiht sich damit ein in die jüngste Meldung des noch Ministerpräsidenten Dietmar Woidke, der sich nun beim Jahresendgespräch der Landespressekonferenz dafür aussprach, als Intensivstraftäter auffällige Flüchtlinge abzuschieben. Leute, es ist Wahltag im Land Brandenburg. Noch in der Nacht der Veröffentlichung der Pressemitteilung der Stadt forderte die Landtagsabgeordnete Andrea Jolige, flüchtlingspolitische Sprecherin der Linken, den Inhalt aus dem Netz zu nehmen oder zu überarbeiten. Zu den Gewaltattacken äußerte sie sich nicht. Verwundern kann uns das kaum. Bereits im August 2018 versuchte Jolige die Abschiebung von 3 Afghanen aus Brandenburg zu verhindern. Auf der politischen Ebene und auch praktisch, wie sie auf Twitter schrieb. 2 der abgeschobenen Männer waren verurteilte Straftäter, der 3. war in Frankreich untergetaucht. Jolige reiste dafür eigens nach München, wo der Flug der Sammelabschiebung startete. 2-mal hatte das Amtsgericht Oranienburg Mohammed R. zuvor verurteilt, zuletzt zu 1 Jahr und 3 Monaten Haft als Gesamtstrafe. In den Prozessen ging es um insgesamt 17 Taten. In seiner Flüchtlingsunterkunft hatte er 2 Mitbewohner mit dem Messer bedroht. Er rief ihnen zu, er schwöre auf den Koran, dass er sie töten werde, wenn sie als Ungläubige nicht sofort das Zimmer verließen. Sie seien unrein und ihr Blut sei zum Vergießen freigegeben. Abziehen das Bein! Einem weiteren Mitbewohner hatte er das Nasenbein gebrochen. Im November 2016 drohte der Afghane, alle 300 Mitarbeiter im Landratsamt Oranienburg zu töten und das Sozialamt niederzubrennen. In seiner Flüchtlingsunterkunft kündigte er an, im Amtsgericht alle zu erschießen. 2 Sozialarbeitern drohte er mit dem Tode. Auch später im Gefängnis kündigte er Morde an. Wie es im Gerichtsbeschluss hieß, sei er eine, Zitat, Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit. Wiederholt stand auch Zubar O. vor dem Amtsgericht Cottbus. Im Dezember 2017 wurde er nach Jugendstrafrecht wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels zu 100 Sozialstunden verurteilt. Weitere Verfahren wegen Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung wurden gegen Auflagen eingestellt. Die Richter wiesen ihn an, er solle die Schule wieder regelmäßig besuchen. Ich bin schockiert, dass aus dem Land Brandenburg Geflüchtete, die hier Schutz gesucht haben, nach Afghanistan abgeschoben werden, erklärte daraufhin Doris Lemmermeier, die Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg. Zitat, die Geflüchteten sind keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung für unsere Gesellschaft. Später gab sie auf Nachfrage des RBB an, dass es für die doch, Zitat, in Ordnung wäre, nach schweren Straftaten abzuschieben. Zwar hätte sie gewusst, wer die 3 Männer waren, eine Pressemitteilung biete jedoch nicht den Platz, Zitat, um in die Details zu gehen. Freunde, es ist bezeichnend für den Zustand unseres Landes, wenn Politiker sich mehr für die Verhinderung von Abschiebungen illegaler Einwanderer einsetzen, die hier wiederholt schwere Verbrechen verüben, als für die Sicherheit ihrer Bürger. Und es ist bezeichnend für den Zustand unseres Landes, wenn eine Presseerklärung der Stadt Cottbus mehr Empörung unter Politikern und Haltungsjournalisten hervorruft, als die ständigen Demütigungen und Misshandlungen, die sexuellen Übergriffe und Messerattacken, die das Leben in unserer Heimat seit Nagges Grenzöffnung im Spätsommer 2015 so verändert haben. Auch weil klar ist, dass sowohl noch Ministerpräsident Woidke als auch die Verantwortlichen in der Stadt heute Getriebene sind. Und das ist vor allem euer Verdienst. Die Mutigen, die nicht nachlassen, die Druck machen und sich immer wieder auf der Straße Gehör verschaffen. Jeder die angekündigte negative Wohnsitzauflage für den Messerangreifer vom Blechenkarree, noch die angekündigte Waffenverbotszone für die Cottbuser Innenstadt wurden von der Stadt Cottbus verwirklicht. 38 von 40 Abschiebungsversuchen verliefen im Landkreis Teltow-Fleming im vergangenen Jahr erfolglos.
Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz scheiterten 23 von 26 Versuchen. In Barnim 18 von 22. Wir werden Sie an Ihren Taten messen. Von der großen Kraftanstrengung, von der Merkel im September 2018 sprach, ist bis heute nichts zu spüren. Vor Gericht, die Alte! Der unfassbare Fall des Kameruners Alassa M. zeigt in aller Deutlichkeit, wie viel dieses Versprechen wert ist. Er hält sich in einer staatlichen Unterkunft auf, obwohl seine Wiedereinreise und sein Aufenthalt in Deutschland eine Straftat ist. Nicht zuletzt deshalb haben wir kein Vertrauen mehr in die Ankündigung von Politikern, die eine illegale Einwanderung in unser Land überhaupt erst ermöglichen oder bis heute mitgetragen haben. Deshalb fordern wir, was für unsere europäischen Nachbarn das Selbstverständlichste der Welt ist, schützt endlich unsere Grenzen vor dem illegalen Übertritt Fremder. Stellt endlich die Rechtsordnung wieder her. Nehmt euren Auftrag ernst, die innere Ordnung und Sicherheit zu garantieren. Hört auf, uns zu belügen, zu diffamieren und nehmt uns als Volk endlich wieder wahr. Liebe Freunde, bleiben wir standhaft. Unser Widerstand zeigt Wirkung. Das verdeutlichen die Getriebenen in der Stadt und im Landesparlament. Protestieren wir, wählen wir, kämpfen wir für unsere Heimat. Das sind wir unseren Vorfahren und Nachkommen, das sind wir uns und all denen schuldig, die unter den heutigen Zuständen leiden. Unsere Heimat geben wir nicht auf. Niemals! Niemals! Vielen Dank, liebe Gretz.